Moin, moin. Und Glück auf. Freunde, schön, dass ihr dabei uns seid bei Kolo Stahl. Wie ihr seht, heute gibt es mal nur leere Teller, weil wir beide haben nämlich schon gut gespeist. Oh ja. Wir haben uns heute einen richtig leckeren Filetopf aus dem Dutch Ofen gemacht. Tja, und wie wir den gemacht haben, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß. So, für unseren Filetopf brauchen wir viele Zutaten. Wir brauchen einen Dutch-Ofen, Salz, Pfeffer, wir brauchen das Filet, Bacon, Zwiebeln und Knoblauch. Wir haben frische Glattpetersilie, Schmelzkäse, wir haben da Sahne, dann haben wir Paprika, Eiweiß, den Kräuterfrischkäse, wir haben Speisestärke, wir haben Brühe, dann erstmal Pilzchen ab in den Hals und wir haben noch die Nudeln. Das war's. Und zu guter Letzt Öl zum Anbraten. So, kommen wir zum schönen Teil vom Gericht. Wir schneiden erstmal jede Menge Bacon klein. Danach werden wir uns das Schweinefilet vornehmen. Das haben wir vorher von unnötigen Sehnen befreit. So ein bisschen Fett haben wir dran gelassen, weil ein bisschen Fett schadet bei dem mageren Fleisch ja auch nicht. Hauptsache die Silberhäute sind alle runter. Danach wird das Filet in circa 3-4 cm in Medaillons geschnitten. Tja, und dann sind wir eigentlich schon startklar für den Grill. So. Leute, ab geht's an den Grill. Am Grill angekommen, wir haben uns das Setup fertig gemacht. Wir haben uns den Dutch Ofen auf den Grill gestellt, ihn schön aufheizen lassen. Der Grill lief so bei ca. 200 Grad. Wir haben, um zu gucken, ob das Öl heiß ist, schon mal einen Schluck reingemacht. Und wenn das dann so wellig wird und sich ganz schnell verteilt, dann ist ein gutes Zeichen, dass der Topf heiß genug ist. Danach kippen wir ein bisschen Pflanzenöl rein und braten uns die erste Ladung der Medaillons an. Bratet die Medaillons bitte nur in kleinen Portionen an, damit aus dem Fleisch nicht zu viel Flüssigkeit austritt. Weil wenn das passiert, ja, dann will ihr Fleisch quasi, ich sag mal, ankochen sozusagen. Deshalb immer kleine Portionen nehmen, schöne Röstaromen machen, so circa 1-1,5 Minuten. Da seht ihr ja dann, Hauptsache die Medaillons werden nicht durchgegrillt. Wenn die Medaillons von allen Seiten schön angebraten sind, kommen sie aus dem Topf raus in die Edelstahlform und das machen wir jetzt so lange, bis alle Medaillons fertig sind und dann holen wir wieder mit dazu. Unsere Medaillons sind jetzt fertig angeröstet. Jetzt kommen wir zum schönen Teil, den Bacon anknuspern. Ach, allein der Anblick und ihr müsst das riechen, das ist einfach nur geil. Wir rösten jetzt erstmal schön den Bacon an und dann geht's weiter. Nachdem der Bacon angeknuspert ist, folgen jetzt die Zwiebeln und der Knoblauch. Das Ganze wird so circa 5 Minuten dauern, bis das Ganze schön glasig ist. Wir wollen auch nicht, dass der Knoblauch verbrennt, dann wird er nämlich bitter. Oh Leute, guckt euch an, der Löffel mit Herz, der schmiegt sich so ganz langsam durch den Bacon. Sind das geile Aufnahmen? Sollten euch die Aufnahmen so gefallen wie uns, lasst uns einfach ein Abo da, dann verpasst ihr keine weitere Folgen. So Leute, der Bacon, Zwiebeln und Knoblauch sind schön angeröstet. Danach werden wir den Grill ein bisschen runterregulieren, weil wir brauchen nicht mehr diese brutale Hitze. Es folgt jetzt das Eiweiß. Ungefähr, ja, es waren 3/4 Glas, aber die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer, wisst ihr ja, hinterm Video. Das Eiweiß wird jetzt schön durchgerührt, circa 2-3 Minuten ziehen gelassen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt folgt die Hühnerbrühe. Wir haben Hühnerbrühe genommen, weil wir glauben, das ist ein schöner Kontrast auch zum Filet. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt eine Gemüsebrühe nehmen, Rinderbrühe, da seid ihr ganz frei. Das Ganze zwischendurch immer gut umrühren, damit sich das alles gut verteilt. Paprika Edelsüß kommt jetzt hinzu, das Ganze gut umrühren und dann geht's weiter. Dann kommt die Sahne hinzu. Dann folgt der Kräuterfrischkäse. Der wird dann gut eingerührt, danach der Deckel sich wieder schließen, damit das Ganze sich schön verteilen kann. Dann folgt der Schmelzkäse. Den packen wir jetzt erstmal rein, machen den Deckel zu, der muss erstmal ein bisschen warm werden, weil dann verteilt er sich nachher besser. So, jetzt sind fast alle Zutaten im Topf drin, haben sich auch schon gut verbunden, jetzt wird erstmal abgeschmeckt. Und mal gucken, was da so noch fehlt. So, die Geschmacksprobe ist jetzt fertig und unserer Meinung nach fehlt nur noch schön gemahlener frischer Pfeffer und dann sollte das Ganze schon rund und fertig sein. Wir haben nichts mehr nachsalzen müssen, weil wir haben reichlich Bacon gehabt. Leute, und ihr wisst, Bacon ist ziemlich salzig, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Solltet ihr bei dem Gericht den Bacon weglassen, müsst ihr natürlich nachher noch ein bisschen nachsalzen. Die Soße ist uns noch ein bisschen zu dünn, dafür haben wir speziellen Einhornsaft, den wir jetzt in den Topf gießen. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen gekleckert,
Spaß beiseite, es ist natürlich Speisestärke. Wir dicken uns jetzt die Soße so lange an, bis sie für uns die richtige Konsistenz hat und danach werden wir das Schweinefilet hinzugeben. Wir wissen nicht, ob man es richtig erkennen kann, aber die Schweinemedaillons sind natürlich von innen noch roh. Wir haben von außen nur die Röstaromen. Wir werden sie jetzt noch circa eine Viertelstunde in der warmen Soße ziehen lassen und dann sind sie danach natürlich perfekt durch. Nochmals kleiner Tipp, wenn die Medaillons drin sind, lasst es nicht zu lange nachziehen, weil sonst könnte es passieren, dass euch euer Filet nachher zu trocken wird. Jetzt machen wir noch den Deckel drauf, den Grill zu und wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. So, die Viertelstunde ist jetzt rum. Die Zeit haben wir natürlich genutzt und haben uns schon mal die Nudeln gekocht. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt geht's ab zum Tellerbild. Kommen wir nun zum Tellerbild. Wir werden uns ein paar Bandnudeln auf den Teller machen. Danach etwas von der herrlich leckeren Soße drüber geben. Dann kommen die Schweinemedaillons dazu. Und ganz zum Schluss als Topping die frisch gehackte Blattpetersilie. Einfach nur ein Traum. Freunde, schaut euch dieses Tellerbild an. Das lädt doch quasi ein, ess mich komplett leer. Wir können nur sagen, es war total lecker. Das Fleisch war nicht übergart, war super zart. Solltet ihr unbedingt mal nachmachen. Leute, sollte euch dieses Video Spaß gemacht haben, so wie uns, lasst uns einen Daumen da, einen netten Kommentar, ein Abo wäre sehr schön und damit ist fertig die Woche.